Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Erika. Es ist ein eigenartiger Name, also ein Name für ein Spiel, das so anzukündigen. Es ist halt nicht, sondern nur Erika und ich laber zu viel. Es geht weiter. Ich krieg dieses Feuerzeug nie beim ersten Mal auf, ne? Mehr soll ich jetzt so machen? Ich krieg's nicht zu! Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Hier. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Kaukasien? Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Ich will es nochmal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du. Keiner sauber macht, gibt es denn keine. Okay, dumme Frage. Ja, Spiel, du darfst das den Rest jetzt gerne auch alleine machen. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nicht los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Ballard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Hast du kein Problem? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Möglicherweise sollte ich nach Toby sehen. Kein Problem. Dann sehen wir uns später. Eric, es ist löblich, dass du Kontakte knüpfst. Aber einige Frauen hier können sehr manipulativ sein. Sei vorsichtig. Das ist alles. Ich wollte dahin, um ihr zu helfen, weil der Typ sie da blöd anmacht. Warum folgst du mir? Lass mich los.
Du bist eine dumme Touristin. Unschuldig und ahnungslos. Hier gibt es Geheimnisse. Du solltest gut aufpassen, sonst wirst du es bereuen. Hier gibt's Geheimnisse? Was meinst du damit? Verstehe. Suchst du ein Abenteuer? Ja? Na gut. Dann komm mit. Psychiatrie, das war irgendwas anderes, ne? Nett, hä? Ich weiß nicht, was ist das? Na, Glück. Das habe ich vorhin vorbereitet. Ich dachte, sowas wäre hier drin nicht erlaubt. Der Sicherheitsdienst ist scheiße. Gibt Haare auf der Brust. Als Frau ist das bestimmt eine richtig gute Idee. Oh, ach komm, mal so ein Schlückchen. Komm schon. Was ist das überhaupt? Ist das wahr? Jemand hat dir eine Hand von dem Typen geschickt? Du willst dich hier nur verstecken. Ja. War dein Vater nicht so ein genialer Arzt? Hat er wirklich die Klinik mit Flowers aufgebaut? Ja. Was ist mit deiner Mutter? Hörte sie gegen hier drauf? Ja, schätze schon. Mach's auf. Hast du den gesehen? Das ist nicht von mir. Eine schaurige Geschichte. Echt strange. Das Mädchen, das ihn gezeichnet hat, ist tot. Sie hatte komische Träume von pinken Blumen, die vom Himmel fallen. Sie hatte Nasenbluten. Und Anfälle. Und dann zeichnete sie das. Nasenbluten? Ja, wie Henna. Ich hörte ihr nicht zu. Jeder dachte, sie wäre durchgeknallt. Nach ihrem Tod fand ich das. Nur zu. Wie schnell die immer nach dieser Flasche greift, ey. Ich glaube, die ist Alkoholikerin. In einem Ort namens Delphi. Sie holten sich Frauen und haben sie mit irgendwas vollgepumpt, damit sie ihnen die Zukunft vorhersagen. Die Frauen wurden krank. Sie hatten schwere Anfälle. Dann starben sie. Denkst du, die machen hier auch sowas? Ich weiß, wie das klingt. Aber pass auf. Dahinter ist etwas. Ein Tunnel oder was weiß ich. Hey. Weißt du, wie Opa Flaus an seine Kohle kam?
Er hat die Zukunft verkauft. Ich bin müde. Bist du müde? Ich bin ja schon schnell betrunken. Komische Füße. Sieh an, wen haben wir denn da? Wo warst du denn bloß? Ich habe dich überall gesucht. Du hast ein Päckchen. Sieht ziemlich teuer aus. Ist das hübsch? Öffne es! Na, jetzt! Wie geht hässlich. Pass auf! Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Sah gerade aus wie so eine Brottüte. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Peace. Ja, und jetzt? Das ist ja schön und gut, aber... Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Ist er tot? Wir tappen im Dunkeln. Wahrscheinlich schon. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war: Kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Ja, sie ist ein Geschenk gewesen.
Sie war ein Geschenk von Lucien. Er gab es mir, bevor mein Vater starb. Erica hat ja immer so viel Zeit verbracht. Es gab keine anderen Kinder. Ich habe ihr oft Spielzeug und Süßigkeiten zugesteckt. So auch diese Puppe. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Alles in Ordnung? Die Akkuladung vom Handy ist niedrig. Dann machen wir weiter. Warum geht er nicht vor? Die Tür steht offen. Da könnte ein Einbrecher, Mörder, Killer, irgendwas sein. Warum geht er nicht vor? Scheiße. Ich frag die Nachbarn, ob sie was gesehen haben. Warte da. Mach die Tür zu. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Der hat nicht mal eine Knarre. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Ein Fuchs? Wie schlecht animiert der denn aus? Steh auf. Wir sollten gehen. Karl Steinbeck ist tot. Nicht Pause. Nicht Pause. Hey, Mozart. Komm mit. Jetzt.
bereiten Hannah auf irgendeine OP vor. Sie wuchs in einem scheiß Pflegeheim auf, hat auf Depre gemacht, um abzuhauen, und landete hier. Sie war nicht mal krank. Jetzt soll sie aufgeschnitten werden. Ja, klar. Komm mit. Sieh in das Nachtschränkchen. Such nach komischen Dingen, die hier fehl am Platz wirken. Na komm. Fläschchen. Ach, die Flasche ist normal. Alter. Gib das her. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Deine Nase. Genau wie Hannah. Ich sehe sie auch. Erica. Hey! Wo ist Hannah? Sie ist weg. Hannah ist weg. Wir sehen uns nur ein paar Beweise aus der Wohnung. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Warum machen wir das nicht auf dem Polizeirevier? Du hast so viel durchgemacht, Erica. Wir möchten nur, dass du dich so wohl fühlst wie möglich. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Chief Inspector? Was denkst du? Sind wir nah dran? Ist dir das? Gut. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Zeigt sie deshalb Interesse an mir? Wegen meiner Mutter? Es ist leider etwas komplizierter. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer ein. Sie starb an einer Überdosis.
Sie hat es vorgetäuscht. Vielleicht. Wir haben vor Gericht eine Exhumierung beantragt. Bis dahin arbeiten wir mit der Telefongesellschaft zusammen, um mehr über den Anruf herauszufinden. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, würden Sie... Bei Corker? Ja, hier ist Sergeant Blake. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ich komme mit. Du nicht. Es ist nicht sicher. Ich komme mit. Nein, Erica. Er hat recht. Du kannst dort nicht helfen. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Das Badezimmer ist dort. Den Gang runter. Das wird wieder. Ja, so auch. Hallo, Eric. Hast du mich vermisst? Was wollen Sie von mir? Ich holte sie mir. Steinbeck und Joa. Stecken unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Halten Sie sich von mir fern! Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dich beschützen. Sie haben meinen Vater getötet! Er machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins.
vor deiner Nase. Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Ist jemand verletzt? Nur ein paar Kratzer. Nichts Schlimmes. Ist schon gut. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Mir geht's gut. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher, versprochen. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Schon okay. Mach dir keine Sorgen. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Nein. Gar nichts. Ich bin unten für alle Fälle. Das ist alles, was wir ihnen geben können. Es muss etwas geben, das sie tun können. Der Rest muss vertraulich behandelt werden. Das kann ernste Probleme für meine Arbeit bedeuten. Das ist mein Lebenswerk, verstehen Sie das? Ja. Was genau ist Ihre Arbeit hier, Ballard? Das geht Sie nichts an. Momentan geht mich hier wohl gar nichts an. Erledigen Sie einfach Ihre Arbeit, indem Sie sich um Erica kümmern. Und zwar vernünftig. Haben Sie das verstanden? Auf dem Dachboden, um in einen Tunnel zu gehen? Das macht irgendwie wenig Sinn.
mein Herz. Da viel lieber erstmal reingucken. Oh, macht's ja. Die summt auch noch so wie so eine Hirne. Ach ja, ich sollte langsam mal mein Handy aufladen, weil sonst geht das bald nicht weiter. Da würde ich hier an der Stelle sagen, dass wir ein kleines Folgenpäuschen machen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.